Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal geht es um den Heimweg von Sebastian Fitzek. Das ist sein Buch, was gerade herausgekommen ist. Ich habe es wie immer am ersten Tag direkt gekauft und dann auch innerhalb von 2 Tagen gelesen. Und ich möchte dir in dem Video gerne sagen, ob ich es gut fand, worum es überhaupt geht, ob ich es dir empfehlen würde zu lesen oder nicht. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, zuallererst möchte ich dir natürlich erzählen, worum es überhaupt geht. Dafür lese ich dir an dieser Stelle den Klappentext vor und werde dann noch ein paar eigene Worte dafür finden, worum es geht. Wer das Datum seines Todes kennt, hat mit dem Sterben schon begonnen. Samstag, kurz vor Mitternacht. Jules Tannberg sitzt am Begleittelefon, ein Service für Frauen, die nachts auf ihrem Heimweg Angst bekommen und eine beruhigende Stimme brauchen. So wie Clara. Die junge Frau glaubt, von einem Psychopathen verfolgt zu werden, der vor Wochen mit Blut ein Datum auf ihre Schlafzimmerwand malte. Claras Todestag. Und dieser Tag bricht gerade an. Der Klappentext verrät dir schon mal so viel, dass die Geschichte wirklich damit anfängt, dass Jules an diesem Begleittelefon arbeitet, einen Anruf bekommt von Clara und zuerst gar nicht so richtig weiß, was das Ganze eigentlich soll. Denn es fühlt sich so an und hört sich so an, als hätte Clara ihn eigentlich versehentlich angerufen. Und er hört zuerst nur so ein paar Hintergrundgeräusche. Er hört, wie sie keucht, also wie sie wegrennt und wie sie Todesangst hat und baut dann ein Gespräch zu ihr auf und erfährt dann, wovor sie eigentlich Angst hat, wovor sie wegrennt, was das Problem ist, und sie sagt relativ schnell, dass er sich auch in Gefahr begibt, wenn er mit ihr redet. Und es geht im Endeffekt dann um den sogenannten Kalenderkiller. Der Kalenderkiller ist jemand, der sich seine Opfer auswählt, diesen Opfern Angst einjagt und dann mit dem Blut seiner Opfer das Todesdatum an die Wand schreibt. Dieses Todesdatum ist aber nicht direkt an dem Tag, wenn er mit diesem Blut das an die Wand schreibt, sondern in der Zukunft. Heißt, wenn du diesem Kalenderkiller ja zum Opfer fällst, dann lebst du in Todesangst, weil du dann weißt, okay, keine Ahnung, der 30.11. oder wann auch immer ist der Todestag und bis dahin lebst du eigentlich in ständiger Angst. So, das ist so das Rahmenthema, aber eigentlich geht es um sexuelle Gewalt oder generell Gewalt in der Ehe, Gewalt gegen Frauen. Und dazu möchte ich dir mal gerne was vorlesen, was Sebastian Fitzek hier am Anfang mit abgedruckt hat. Jede vierte Frau hat mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Partnerschaftsgewalt erlebt. Betroffen sind Frauen aller sozialen Schichten. Das hat er aus einer Hintergrundmeldung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 2.2.2020. Und dann hat er noch etwas aus der Bild-Zeitung von Astrid Maria Bock abgedruckt, nämlich: Eine Studie des Bundesfamilienministeriums hat ergeben, dass insbesondere Frauen, die in ihrer Kindheit häusliche Gewalt bei ihren Eltern erlebt haben, mehr als doppelt so häufig selbst Opfer von häuslicher Gewalt werden. Frauen, die sogar selbst Opfer von Gewalt durch ihre Eltern waren, wurden als Erwachsene sogar 3-mal so häufig Opfer von Gewalt durch den Partner. Du merkst, dass diese Thematik etwas ist, was schon reihenweise Thriller füllen könnte. Leider ist das nichts, was einfach nur fiktiv ist, sondern etwas, was bittere Realität ist für sehr viele Frauen da draußen. Und das ist ein Thema, was eine sehr, sehr, sehr große Rolle in dem Buch spielt. Ich kriege, wenn ich darüber spreche, ehrlich gesagt, gerade überall Gänsehaut, denn dieses Thema hat mich wirklich sehr, sehr berührt, schockiert und sehr mitgenommen. Ich habe angefangen, das Buch zu lesen und war schon nach, ich glaube, 30, 40 Seiten komplett schockiert. Und ich finde auch, dass dieses Buch eins der heftigsten von Sebastian Fitzek ist. Wenn du so etwas nicht abkannst, was mit Gewalt, mit sexueller Gewalt und mit wirklich heftigen Szenen zu tun hat, dann solltest du dir gut überlegen, ob du es liest. Ich lese solche Sachen ja tatsächlich ganz gern und ich weiß, dass es vielen anderen Thriller-Fans auch so geht, aber es war echt heftig. Und es ist so, dass du eben mit der Zeit herausfindest, wer Jules eigentlich ist, was er für eine schlimme Vergangenheit hat und wer eben auch Clara ist und vor was für Dämonen sie, außer dem Kalenderkiller, eigentlich davonrennt, was in ihrer Vergangenheit passiert ist. Und dann, findest du eben im Laufe der Geschichte auch raus, was das auch mit der Zukunft zu tun hat und mit der Gegenwart. Das ist super, super spannend beschrieben. Vielleicht stellst du dir das jetzt erstmal so ein bisschen komisch vor, so, hä, besteht jetzt die ganze Geschichte nur aus einem Anruf zwischen den beiden. Die beiden haben tatsächlich die ganze Zeit diesen Anruf als Verbindung zueinander und du erfährst das abwechselnd aus der Sicht von Jules und von Clara und wirst einfach mit viel Hintergrundinfos noch gefüttert als Leser. Und ich fand einfach jede einzelne Seite unglaublich spannend. Mich hat das Buch von vorne bis hinten so in den Bann gezogen, dass es wirklich, finde ich, eins seiner allerbesten Bücher. Wenn auch
ich glaube, wirklich das Grausamste, finde ich jetzt persönlich. Ich finde, er hat sich selbst übertroffen. Ich würde das Buch auf jeden Fall empfehlen, vor allem wenn du sowieso schon Fitzek-Fan bist, dann wirst du das Buch lieben. Aber selbst wenn du noch nichts von Sebastian Fitzek gelesen hast, aber gerne Thriller liest, kann ich dir den Heimweg wirklich ans Herz legen. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen recherchieren, was Gewalt gegen Frauen angeht, was man vielleicht tun kann, wo man vielleicht spenden kann, wie man sich selbst noch engagieren kann und vor allem auch, was dieses Heimwegtelefon angeht. Denn Sebastian Fitzek geht auch darauf ein, auch am Anfang und auch hier in seinem Vorwort, nee, in seinem Nachwort ist das, glaube ich, geht er wirklich auch darauf ein, dass das ehrenamtlich betrieben wird, dieses Heimwegtelefon. Das ist hier bei der Anmerkung des Autors, das kann ich dir auch mal vorlesen. Sämtliche Ereignisse in diesem Thriller entspringen selbstverständlich und glücklicherweise nur meiner Fantasie. Den telefonischen Begleitservice für Menschen, die sich nachts auf ihrem Heimweg unwohl fühlen, gibt es aber tatsächlich. Die Idee stammt ursprünglich aus Stockholm. Dort ist der Service direkt bei der Polizei angesiedelt, während in Deutschland dafür anscheinend kein Geld vorhanden ist und die Aufgabe von Ehrenamtlichen übernommen werden muss. Auch deswegen hat diese wichtige Einrichtung leider häufig, um ihr Überleben zu kämpfen. Mehr Informationen finden Sie unter www.heimwegtelefon.net. Ich werde diese Seite auch in meiner Infobox verlinken. Schau es dir gerne an. Ich werde es mir auch ganz genau anschauen. Ich finde es krass, dass eine so wichtige Aufgabe halt einfach ehrenamtlich ausgeführt wird und wirklich ums Überleben kämpfen muss. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob du, derjenige, der dieses Video gerade siehst, weiblich bist, ob du männlich bist, ob du schon mal auf dem dunklen Weg nach Hause Angst hattest. Ich hatte das schon unzählige Male und ich habe so oft irgendjemanden angerufen von meinen Freunden, meine Eltern, meine Schwester, wen auch immer oder eben auch mein Freund. Aber es ist ja manchmal auch vielleicht einfach zu spät, um jemanden anzurufen und dafür ist sowas echt gut. Und also ich habe jetzt richtig Paranoia nach diesem Buch, nach dieser ganzen Geschichte. Ich finde es einfach nur schrecklich, was alles passiert. Vor allem mit dem Wissen, dass so viele Frauen Gewalt erfahren. Es ist einfach schrecklich. Ja, das kann ich zum Heimweg von Sebastian Fitzek sagen. Für mich war es ein Top-Buch, absolutes Highlight in diesem Jahr, wenn man das bei so einer Thematik überhaupt sagen kann. Aber ja, das Warten hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ich habe hier so eine Limited Edition. Ich weiß aber nicht, was jetzt an dieser Limited Edition anders ist. Ich kann dir das mal zeigen. Hier hinten ist es so schwarz gedruckt. Und hier, wenn du das aufmachst, hast du hier so dieses, ja, silberne Dings und hier dann eben, ja, was, wo du durchgucken kannst. Ja. Also auf jeden Fall absolute Empfehlung. Das habe ich jetzt schon 8-mal gesagt, deswegen höre ich jetzt einfach auf mit diesem Video. Das sind meine Gedanken und Gefühle zu diesem Buch. Super wichtige Thematik. Heimwegtelefon ist etwas, was ich mir genauer anschauen möchte. Vielleicht kennst du ja sogar jemanden, der da schon mal gearbeitet hat oder der da schon mal angerufen hat. Vielleicht bist du selber jemand, der da schon mal angerufen hat. Ja, falls du das Buch schon gelesen hast oder noch anfangen willst, sag es mir gerne in den Kommentaren. Sag mir gerne, was du generell zu den Büchern von Sebastian Fitzek sagst, wie du sie findest, was du zu dieser ganzen Thematik Gewalt gegen Frauen vielleicht noch beizutragen hast, was für uns alle interessant sein könnte. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Ciao.